Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir hatten jetzt in der letzten Folge einmal uns. Ja, was hatten wir jetzt nochmal in der letzten Folge gekümmert? Ich habe jetzt ein bisschen zu lange Pause gemacht. Aber auf jeden Fall, wir hatten da hinten ein bisschen erkundet. Diesen einen Zoll auf jeden Fall auch erkundet, angesehen gehabt. Was hatten wir noch gemacht gehabt? Ich weiß es nicht mehr. So, aber Schreite wohl. wir wollen jetzt einmal kurz nach Hause und zu den Händlern. Krämer wie Kuro und Flussheim, Gabor, Gabor von A. Hört meine Worte, o wegestreue Bewohner dieser heiligen Stadt. Viele der Euren werden es gehört haben. Madame. Grüße. Ja, Geht ich weiter. Halt's Maul! Äpfel, Orangen, nur das Beste so. Aus Endralesien. Morales Segen. Gewürze, Teppiche, Exquisitäten. Nur so, das warte Beste, mal. Frisch aus Kille. Jetzt will ich Sachen verkaufen. Wir hatten ja ein bisschen was gesammelt, aber ich kann ihm das hier verkaufen. Das. Eigentlich die Dinger, die können wir auch verkaufen. Die geben auch Arkanistenfieber, deswegen weg damit. So, dann kann das hier weg. Das ist nichts wert. Das ist nichts wert. Windwurz behalten wir noch. Da können wir nicht mehr verkaufen. Schade. Lebt Warte wohl. Mal, was? Woher wisst ihr, dass ich Abenteurer bin? Was man trägt, sagt mehr als 1000 Worte. So sagt man auf Kille. Euch umgibt das Gefühl von Abenteuer wie einen Hüter das Gefühl von Ehre. Und ich glaube, ich habe hier etwas Besonderes in meinem Sortiment, das euch gefallen könnte. Ah ja, und was das Ein wäre? Ein Trank. Einer meiner Freunde aus der Zuckerinselbund hat es mir mit der letzten Lieferung gebracht. Angeblich haben sie es einem Freibeuter abgenommen. Ich habe ihn von einem Apothekarius untersuchen lassen. Und er meinte, er verleiht euch außergewöhnliche Kräfte. Hier, seht selbst. Schön, oder? Für 200 Groschen gehört er euch. Trank kaufen plus 5 Lernpunkte. Das klingt wirklich gut. Her damit. 5 Lernpunkte. Sehr, sehr gerne. Die Wirkung tritt 2 Tage nach dem Konsum ein, aber dafür umso stärker. Ihr müsst euch also gedulden. Aber wie sagt man auf Kile so schön? Alles kommt von selbst zu dem, der warten kann. Okay, mystischer Trank wurde hinzugefügt. Mystischer Trank. Laut Vajan Wul, einem kilianischen Händler, verleiht mir dieser Trank 2 Tage nach der Einnahme besondere Kräfte und Einsichten. Ich riskiere das mal. Ein Gewürze, wohliges. Teppiche, Exquisitäten. Jetzt konnte ich das nicht mal lesen. Das Beste, frisch aus Kille. Seht selbst. Also in 2 Tagen passiert was mit mir. Schreitet wohl. So, ich will etwas verkaufen. Aber immer doch. Ja, Genesungstrank einfach. So, das kann weg. Davon kann ich nichts. Das kann weg. Das kann weg. Schreitet wohl. Die kauft nichts davon. Das kann ich hier hinpacken. So. Nein, nicht ausrüsten. Warum muss das immer ausrüsten, ne? Die behalte ich trotzdem mal bei. So, 10. Die Magendisziplin. Die packen wir auch mal da rein. Da behalten Kommt wir zu erstmal alles. Ihr Lintur Schaamgasch und kauft Fisch frisch aus dem roten Meer. So. Golf vor Silber hin. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Ja, ja. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. So. Der hat wieder Gold.
So, den behalten wir. Warte mal, wir gehen. Reitet wohl. Oder warte, die hat doch hier so einen Arkan-Verzauberer hier. Obst, frisches Obst. Gucken wir mal, was wir hier entzaubern können. Den. Wusste ich nach Markt. Und den. Geheimnissen? Dann können wir den Rest wieder verkaufen. Ich habe Bücher, Schriftrollen, Tränke. Alles für den Freund der wegestreuen Magie. Madame. So. Hallo. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Ja, sag, ja, halt die Klappe. Und macht schnell. So, da kann ich das noch loswerden. Die hier. Das. Gesegnete Lederhandschuhe, dann kann das auch weg. So, die Einzelteile können auch weg. Was haben wir noch, das wir verkaufen können? Das hier auf jeden Fall. Schreitet wohl. Ich glaube, das wird reichen. Wollen wir noch eine Quest machen, oder? Komm, wir machen mal die Quest hier für die goldene Sichel. Bevor wir weiter erkunden gehen. Beziehungsweise wir können auch noch mal kurz gucken. Lernpunkte 39 haben wir und Handwerkspunkte 36. Schreitet wohl! Obwohl, wir könnten auch ein paar Lernbücher holen. Wenn wir jetzt noch mal gucken. Psionik 16... Fernkampf könnten wir 5 maximal holen, genauso wie Fingerfertigkeiten könnten wir 5 und Rhetorik nochmal 5 insgesamt maximal holen. Da müssten also, was Lehrling angeht. Ja. So, was verkauft ihr? Dies und das. Schaut am besten einfach selbst. So, Handwerksbuch, Alchemie, Meister. Elementarismus? Nee. Lichtmagie auch nicht. Hat er vielleicht irgendwie... Nee, der hat keine Lehrbücher, die ich jetzt haben will. Habt ihr einen neuen Auftrag für mich? Na, wenn das nicht unser Gutmensch ist. Hurias Geschichte hat sich als wahr erwiesen. Hafner hat seine Kühe wirklich vergiftet. Ihr könnt euch also auf die Schulter klopfen. Aber ja, es gibt wieder etwas zu tun. Unkomplizierte Arbeit, gute Bezahlung. Habt ihr Interesse? Nö, worum geht es? Derzeit ist eine Karawane mit Wüstenfrüchten und Friedenskraut nach Ark unterwegs. Und es gibt eine wichtige Nachricht, die den Karawanenführer so bald wie möglich erreichen muss. Bringt sie ihm, dann kommt zurück. Das ist alles. Wo finde ich diese Karawane? Tja, das müsst ihr herausfinden. Mittlerweile dürften sie irgendwo auf der Groschenstraße sein, also nur noch ein paar Tagesreisen von Ark entfernt. Irgendwo an der Südküste, das wäre mein Tipp. Aber folgt einfach der Straße und achtet auf Spuren, dann werdet ihr sie finden. Okay, Mendelus Vollerbeutel in Ark nach Arbeit fragen. Haben wir erledigt. So, ist Botenjunge, okay. Ark Südviertel, gehen wir mal da durch. Seid ihr in leichte Rüstung oder Roben gekleidet? Ja, Madame. Der Herr? So, Unterstadt wollen wir nicht nochmal hin, also fürs Erste. Wo vielleicht... Vielleicht könnte man sich da den doch noch anschließen oder so, den Assassinen da, glaube ich. Also die in Assassinenrüstung. Haltet die Maustaste einige Momente gedrückt, um einen Pfeil mit voller Wucht abzufeuern. Danke für den Tipp, aber ich spiele mit Controller. Allein deswegen, weil ich
solche Art von Spielen mit Controller tatsächlich angenehmer finde, zu zocken. Schreitet wohl! So, Hafen. Da ist der Weg, wie wir aus der Stadt rauskommen. Ahoi! Gehen wir jetzt das erste Mal diesen Weg entlang. So, wir werden von einem Hasen rumgeschubst. Unglaublich. So, wo sind die Wölfe da? Wo ist der nächste? Da. Hier geblieben. Ja. Haben wir auch erledigt. Der ist leer. So, jetzt müssen wir aber wieder was essen. Kommt noch eine Brezel. Obwohl, wir könnten auch mal das andere essen, was wir auf Tasche haben. Oder gucken, dass wir irgendwas kochen können. Das hier noch die. Das ist noch die die Handelsstraße, die Groschenstraße. Warte, wo muss ich suchen? Ah, okay. Die Karawane finden. Die ist da vorne schon irgendwo. Dafür, dass das hier eine Straße sein soll, eine Hauptstraße. Alter, bereits zwei weitere Limitare. Weg! Wie weit laufen die noch hinterher? Die hängt da fest, okay. Jetzt kommt die hinterher. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Gegen zwei solcher. Leute, ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Der eine ist tot. Wachen habe ich kein Problem, wenn die da drauf gehen. Da denke ich, die könnten wieder auferstehen. Jo, die heilen sich auch wieder. Jo, jetzt die Wache auch. Nee. Okay, das könnte vielleicht machbar sein. Noch einer ist tot. Ich
So. Waldelementar. Matrose, okay, der war jetzt nicht so wichtig. Was war jetzt mit dem da hinten? War der wichtig? War der relevant? Ich hoffe nicht. Denn wenn die einfach Matrose heißen, dann tut's weniger weh. Kilianischer Händler. Krummsäbel, der ist sogar besser als meine Waffe. Ich nehme den mal mit. Das auch. Warte, jetzt muss ich gucken. Der ist besser als... Ja, tut mir leid, dann nehmen wir das. Ich hoffe, es kommt ein neuer kilianischer Händler, der hier respawnt. Madame. Das tut mir leid, dass ich irgendwie hierhin geflüchtet bin, aber ey. Hättet ihr selber durchgezogen, bis ihr drauf geht, oder hättet ihr die Flucht ergriffen? Und die sind auch so stur gewesen und haben einfach weiter verfolgt. Hinterhergelaufen. Ich fand es jetzt nur doof, dass der kilianische Händler angegriffen hat, aber hätte er nicht angegriffen und sein Leben dafür geopfert, hätten wir jetzt kein Krummsäbel. Keine Ahnung, was ich gehört habe, aber ich hoffe. Okay, zwei Dibella-Statuen. Ja, für mich ist das immer noch Dibella. Alte Königswacht entdeckt. Das ist die alte Königswacht. Ich sehe da was zum Einsammeln. Nein, das war falsch. Die nehmen wir mit. Schattenstich. Schaden 18. Stromrobe? Sterlingshandschuhe. Warte mal, was? So, Schattenstich. Schaden 18. Und dann hier? Okay, also die Dwemer-Sachen. Also sind das Beste bisher, was wir jetzt finden konnten. So, kommen wir? Wie kommen wir da hin? Ich glaube, so am besten. Jetzt gucken, wie wir am besten wieder runterkommen.
Savakurim, Alex! Rash. Yo, esst Mana-Pilze, trinkt Getränk, oder nehmt einen magischen Trank zu euch, um euer Mana schnell zu regenerieren. Denn es ist fast verbraucht und regeneriert sich nur sehr lang ohne diese Hilfsmittel, wenn ihr ein Talent des Magiers benutzt. Könnt ihr eure Mana-Regeneration dauerhaft deutlich beschleunigen? Ja. Ich hatte aber vorher gespeichert, ich glaube aber das. Ich hätte jetzt so oder so nicht fliehen können. Ich kann aber schauen, dass ich vielleicht mit dem hier. Die treffen kann von da oben. Treffe ich den nicht? Versuche den mal hier hin zu locken. Muss ich da einmal hin? Muss auch irgendwie lösbar sein. Savakurim, Alex! Ja. Das wird nicht anders lösbar sein. Wieso rennst du jetzt nicht? So. Die haben uns verloren. So, ja, können wir jetzt noch mal was essen. So, was haben wir hier unten, was wir vielleicht nicht gebrauchen können. So, wässriger Apfelkohleintopf. Vielleicht von einer größeren Entfernung können wir die ausschalten. Jetzt kommen die beide wieder angerannt, ernsthaft? Ich hoffe, die bleibt da jetzt stecken, oder der? Dann können wir einen ausschalten, immerhin. Zumindest versuchen.
Das ist Defra, okay. So, Krummsäbel. Okay, sie haben wir. Hä? Jetzt ernsthaft? Jo. Was hat es jetzt damit auf sich? Muss ich beide so besiegen oder wie? Autsch. Okay, das war's mit mir. Wie soll ich beide schaffen auf diese Art und Weise? Vielleicht wirklich auf Alex zuerst. Savakurim, Alex! Brash. Nein, nicht auf Devra, auf Alex! Ja, werde ich auch nicht mehr schaffen. Wie soll ich das schaffen, bitteschön? Jetzt ehrlich. Scheiß auf die Quest dann erstmal, wirklich. Wie soll ich das bitte schaffen? Warte mal, welche Stufe ist denn die Quest überhaupt? Stufe 2. Also 2 Sterne. Also eine mittlere Schwierigkeit, also ungefähr. Naja, egal, dann muss mal zusehen, dass ich vielleicht irgendwie bessere Rüstung oder so kriege, noch mehr auflevel. Dann bleibt mir jetzt fürs Erste doch keine andere Wahl, außer vielleicht mit der Hauptstory weiterzumachen oder hier mit erkunden und dort alles mal umlegen und so weiter. Oder hier auch Lehrlingsbücher und so weiter kaufen in Einhand und so was. Und Rüstung, leichte Rüstung, schwere Rüstung und so weiter. Und so weiter. Ich glaube, ich habe da keine andere Wahl, außer die Dinger zu kaufen. Hm? Schreitet wohl. Ahoi. Fremdländer. Looten die einfach hier die Leiche? Hat eine Frechheit. Hier, die Waldelementare könnt ihr looten. Verfluchter Dreck. Das kann doch nicht sein. Wachen! Okay, das fand ich jetzt lustig. Die waren doch selber live dabei, als die Dinger da reingekommen sind und 2 Leute getötet haben. Aber ich sag mal so, die Quest mit der goldenen Sichel, die machen wir vielleicht irgendwann später. Hm? So, Südviertel. Schreitet wohl! Oder?
Oder wir können nochmal in die Unterstadt gehen und gucken, dass wir da vielleicht auch noch ein paar Quests kriegen. So, Unterstadt Hauptkaverne. So, die Ratten sind wenigstens wieder da. Hier gibt es nur einen Pfad und der führt abwärts. Was? Na? Haben sie euch auch hier runtergeworfen? Ne, mich nicht. Ich bin freiwillig hier. Kümmert euch um euren eigenen Kram. Hallo. Hallo. Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. Was glotzt ihr so? Wohnbaracke. Fleischmahnkranke. Alles hier. Barackenplatz. Unterstadt Baracken. Hier der falsche Hund. Die Taverne. Geht weiter. Thealor Arantheal ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er wie die Trochessa weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht. Vielleicht kann man sich denen anschließen oder so. Mehr? Was? Werde ich von den Stahlkrabben, würden wir uns nicht unterhalten. Ich suche Wissen. Wissen? Na schön, vielleicht gibt es da das ein oder andere, was ich euch zeigen kann. Aber ich sag's euch gleich, es wird nicht billig. Ja, okay. Dämonenherz. Okay. So, Lehrbuch. Entropie. Psionik. Also es gibt dann wahrscheinlich hier Dämonenrüstung und sowas. Bogen beschwören. Aber warte mal. Kann ich ihm was verkaufen? Charisma, plus 5 Rhetorik für 120 Punkte. Nee. Amulett des Wissens kann ich ihm verkaufen. Also ein Runenschwert, den brauchen wir ja nicht mehr. Weil wir jetzt den Krummsäbel haben mit einem Stärkepunkt mehr. Nee, den Schattenstich haben wir, den Krummsäbel brauchen wir nicht. Also mit 6 Punkte Lebensenergie. Komm dann weg damit. Ah ja, und die kann weg. So, dann den Schattenstich mache ich als Favorit. Vorsicht, Oberstädterin. Es gibt hier Menschen, die für solche Kleider morden würden. Aschehaupt? Bericht eines unbekannten Reisenden, Band 2. Die magische Disziplin. Ich nehme dort mal alles mit. Gespräch mit einem Blinden. Das Leben von Torgen Wisperzunge, Band 3. Medam. Die Dame Aschehaupt? Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantheal ist so ungewöhnlich wie sein Ruf. Das muss man ihm lassen. Hm.
Hier geht's zum Marktplatz. Bandit? Alles klar, Sonnenkind. Bis hierhin und keinen Schritt weiter. Her mit der Kohle und wir lassen euch leben. Stellt euch stur und... naja. Angreifen, schlechte Idee. 100 Groschen zahlen, na schön hier. Na sowas. Ich habe fast ein bisschen Angst. Ich zähle bis 3. Wenn ihr bis dahin nicht verschwunden seid, könnt ihr eure Zähne im Staub aufsammeln. Methodik, ihr seht nicht aus wie ihr halt so Abschneider. Was soll das? Hab ich euch gebeten, dämliche Fragen zu stellen? Ihr gebt uns jetzt verfickt nochmal diesen Geldbeutel. Ansonsten... Ich zähle bis 3. Wenn ihr bis dahin nicht verschwunden seid, könnt ihr eure Zähne im Staub aufsammeln. Ich... aber... Lass es, Logan. Das ist eine schlechte Idee. Aber das Schattengeld. Wir finden eine Lösung. Los jetzt. So, Unterstadtmarktplatz. Das hatten wir bisher noch gar nicht gehabt, also. Ich dachte, wir wären hier auch schon gewesen. Aber anscheinend ja nicht. Pechgrube. Inau Neku, Hotai. Inau Neku, Hotai. Inau Neku, Hotai. Was wollt ihr hier? Bewerft jemand anderen? Heimatlose. Unterstadt Leichenhube. Ja, klar. Eine Mühle. Lassen wir. Brauchen wir, glaube ich, nicht noch einmal. Fleischmarktkranke. Fleischmarktkranke. Heimatloser. Alter, die werden hier einfach reingeschmissen. Und hier laufen dann die Untoten rum. So, wieder Runenschild ausrüsten. Also, wir müssen auch mal wieder was essen. Die nehmen wir mit. Eichenbogen. Schaden 10. Nehmen wir trotzdem mal mit. Was ist das denn für ein Tier gewesen? Was sind das denn hierfür? Der Namenlose. Rhetorik-Lehrling. Okay, wo haben wir den? Lehrbuch, Schwerrüstung, Geselle? Nee. Hatten wir den nicht gerade eingesammelt? Ach hier, Handwerksbuch. Ein Handwerksbuch, okay.
Was ist das denn für eine Hütte? Oder ist das überhaupt eine Hütte? Das ist keine Hütte. So, Heimatloser. Skelett. Der hat ein Eisenschwert und noch eine Fackel. Was sind das denn für grüne Steine? Das würde ich gerne wissen. Der hat sogar eine Kappe. Die drehe ich. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Wohnbaracke von ihm, okay. Mach Platz. Peter. Was wollt ihr? Zorgbahn und Söhne. Mal gucken, ob wir da was verkaufen können. Büße von Wuna Jonut. Arktwend, Nerem, Kyra, Arazael, Bus Enderal. Warte mal. Aranath, Mili, Arktwend, Nerem, Kyra, Enderal. Ah, das ist die komplette Map. Also, Arktwend, das war ja hier auf Dingens hier von Morrowind, die Engine. Nerem war Oblivion. Enderal ist jetzt Skyrim Engine. Ich frage mich, ob man, wann man dahin nach Kyra und nach Arazael geht. Oder Island of Skarab. Oder Aranath oder Mili. The Belt of Kile. Und das ganz Wynn. Ich würde die Karte gerne haben. So. Ja, neugierig geworden. Wo bekommt ihr eure Waren? Von überall und nirgends. Wer zu mir kommt, ist nie da gewesen. Und was bei mir gekauft wird, hat nie existiert. Verstehen wir uns? Ah, okay. Also ein Hehler. Alles, was man jenseits von ausgetretenen Pfaden finden kann. Wonach steht euch denn der Sinn? So, zeig erstmal, was du hast. Der Runenpfeile. Alte Entropierobe. Entropie ist also Totenbeschwörung. Ah, okay. Feinstahlschild. Warte mal, wenn ich den hier jetzt ausrüste. Oder warte. Alles, was man jenseits von ausgetretenen Pfaden finden kann. Wonach steht euch denn der Sinn? Okay, mein Schild ist besser. Griff des Wanderers. So, Alchemiemeister. Lehrbuch Einhandkampf Lehrling. Die kaufe ich mal. Schwerrüstung, Lehrling. So. Diebeskapuze, Handwerk 28 erforderlich. Diebestunika, Eisenharnisch, Eisenhelm. Fackel. Feinstahlhandschuhe. Jagdbogen, Langbogen, Lederschuh. Leiter Eisenschild.
Stahlharnisch, Eisenbarren, Pulverfass. So, was kann ich ihm andrehen? Den Eichenbogen auf jeden Fall. Die kann weg, das kann weg. So, die Stahlhandschuhe können auch weg. So, das und das kann weg. Das kann weg. So, das kann weg. Einzelteile können weg. Der kann weg. Hat er sogar Gewinn gemacht dabei. So, wo sind die Dinger, die ich gerade gekauft habe? Lehrbücher da. Auf 18 erhöht. Jetzt auf 19. Und dann müsste das jetzt auch 20 sein. Und dann hier schwere Rüstung. Auf 19, 20, 21. So, das ist bis Fertigkeitsstufe 50. Kosten einen Lernpunkt. Aber erst ab 25 will ich das machen. So, nochmal Fackel. Warte, der hat einen Namen gehabt. Kann ich mit dem... Was wollt ihr hier? Blumenherz. Durst an Flaschenbogen. Man sagt, die Ralata heuert gerade Söldner an. Jeder mit auch nur einem Funkenanstand sollte darum einen weiten Bogen machen. Okay. Ich hol da Rattenschmaus. Zeigt mir eure Wahl. Sicher da. Rattenschmaus. So, Feinlederkürbis. Die denkt wohl, sie ist Vatyra höchstpersönlich. Was? Hela! Hm? Habt ihr das? Na, dann zeigt mal her. Ja. So, was hat er so? Rhetorik-Lehrling. Kostet nur 16. Schlösser knacken. Kostet auch nur 16. Ich mach mal 5. Fernkampf-Lehrling. Ich mach... Ah, okay, das ist ein bisschen teurer. Kostet einer 84. So, leichte Rüstung, nee. Schleichen, kaufe ich auch nochmal 5. Diebestunika hat Eisenschild als Fackeln. So, kann ich ihm sonst noch irgendwas verkaufen? Die sind alle gestohlen. Okay, warte, wo haben wir die? So, Rhetorik. 18. Okay, haben wir jetzt auch 22 in Sodomie. Schlösser knacken. 17. 18, 19, 20, 21. Lehrbuch Fernkampf. Haben wir dann 18, 19, 20, 21, 22. Müsste jetzt stehen, oder? Ja. Okay, das Schleichen. Haben wir auf 18, 19, 20, 21, 22. Sichere Straßen. Das ist nur ein Kräuterelixier für meine Haare. Psst.
Scheiße, verdammt, das ist doch lächerlich. Lydia Flaschen. Na los, geht weiter. Das Leben, Natalia. 100 pro Bündel und keinen Groschen weniger. Ach, hol dich doch die Pest. Möge dein Weg stets eben sein, Medan. Was? Das unvermeidlich hinauszögern? Was war das denn eben? Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Habt ihr nicht irgendein Theaterstück zu verpassen, Oberstädter? Vielleicht kann ich euch ja helfen. Helfen? Na, das wage ich zu bezweifeln. Es sei denn, ihr habt einen Beutel mit 300 Groschen zu verschenken und zwei Bund Götterzunge am besten noch dazu. Wozu braucht ihr das Geld? Ihr seid wirklich hartnäckig, wisst ihr das? Aber na schön, was kann schon schaden? Der Vatyrensohn da drüben, Kaba Torval. Er ist der einzige Händler in der Unterstadt, der noch roten Windwurz hat. Aber weil er das weiß, verkauft er ihn für Preise, die selbst die Dünkel aus der Oberstadt schreiend aus dem Laden rennen lassen würden. Tja, und wenn die Apothekarii im Pesthaus nicht bald Nachschub bekommen, werden die Fleischmadenkranken dort beginnen zu sterben wie die Schmeißfliegen. Seid ihr Apothekarier? Klar, tagsüber. Und nachts verdinge ich mich als kilianische Tänzerin für den heiligen Großmeister. Nein, im Ernst. Ich bin nur das Mädchen für alles. Erledigungen, Einkäufe und so weiter. Aber damit bin ich schon besser dran als die meisten hier. Können die Apothekari sich den Windwurz nicht einfach aus der Oberstadt holen? Könnten sie ja. Und tun sie auch. Aber das ist bei weitem nicht genug. Und besonders, weil seit Monaten schon kein Bote, den sie zum Kloster im Norden schicken, zurückkommt, geht auch langsam das Geld aus. Wozu braucht ihr denn unbedingt diesen Windwurz? Ihr seid kein Alchemist, was? Roter Windwurz ist das Einzige, das helfen kann, die Fleischmaden aus den Körpern von Kranken zu kriegen. Das Problem ist, dass es Monde dauert, bis die Behandlung anfängt zu wirken. Und das kann sich zumindest hier unten nicht jeder leisten. Irgendein Verdacht, warum dieser Kabe das tut? Er muss doch wissen, was auf dem Spiel steht. Natürlich weiß er das. Aber er sieht eine Möglichkeit, sich die Taschen voll zu schaufeln und nutzt sie. So war dieser Hund schon immer. Vielleicht könnte ich ja mal mit ihm reden. Vielleicht könntet ihr das, ja? Wir brauchen mindestens 10 Bündel, damit die Apothekare ihr etwas daraus brauen können. Aber ohne undankbar klingen zu wollen, erwartet nicht, dass ich euch für eure Hilfe irgendwas geben kann. Warten wir mal ab. Na dann, viel Erfolg. Mit Kaba Torwald sprechen. Wo ist denn der da? Kaba Torwald. Ihr verkauft also roten Windwurz. Oh, beim Namen der Sonne. Nimmt das denn nie ein Ende? Sagt Natalia, dem Haus der Apothekarii oder wer auch immer euch geschickt hat, dass es bei dem Preis bleibt. Ich könnte mir den Wurz auch einfach nehmen. Wenn die Apothekarien nicht bald Nachschub bekommen, gehen eine Menge Leute vor die Hunde. Ist es euch das wert? In der Oberstadt würdet ihr den Wurz auch nicht günstiger bekommen, also stellt mich bitte nicht als Wucherer dar. Hört her, ich weiß genau, was ihr denkt. Dieser skrupellose Bastard, wie gierig, wie böse und so weiter und so fort, aber so ist das nicht. Glaubt mir einfach. Was ist also? Wollt ihr etwas kaufen? Ansonsten lasst mich in Frieden. 300 Groschen. Gib 10 rote Windwurz. Hm. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Ich hatte mit einer Predigt gerechnet. Oh, ich hätte klauen hier, können. Hier, bitteschön. Und richtet Natalia schöne Grüße aus. Ich hätte es auch klauen können, verdammt. Gemeinschaftsbaracke. Was ist das? Chemik und Klauen. Achso, da vorne ist. Natalia, ein Windwurz geben. Hier habt ihr die 10 Büschel Windwurz, die ihr wollt. Ach, nenn mich einen schwangeren Leoren, ihr meint es ernst. Woher? Vergesst es, ich frag besser nicht. Tausend Dank, Fremder. Ihr habt heute viele Menschenleben gerettet. 2100 Erfahrungspunkte bekommen. Wieder in Lebensenergie erstmal. Warte mal. Klingt jetzt dran, Hüterin. Ein Dings haben wir. Stufe 13 schon. Und
was haben die immer mit diesem Spruch, schwangeren Leoren? So Wirbelklingen? Nee, das wollen wir nicht. Abwehrausmanöver. Erhöht eure Chance, auf einen blockenden Gegner einen kritischen Treffer zu landen. Klingeltänzer Sprintstoß. Ermöglicht es euch, im Sprint einen kraftvollen Angriff auszuführen, der doppelten kritischen Schaden verursacht. Wir werden früher oder später alles irgendwie, glaube ich, hier geskillt haben. So, jetzt wieder die Fackel. Wart ihr schon im Schlagloch? Ein Haufen Idioten, die sich gegenseitig für ein paar Groschen die Zähne einschlagen. Wo führt das hier hin? Wohnbaracke? Ihr seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Grubenerz? Sie erstarrten wohnen dort. Das hat mir mein Papa erzählt. Haus der Apothekari? Glimmerstaubgasse? Florian ohne Sorge. Keller der Apothekari. Silberne Wolke. Den Puff kennen wir ja noch. Barnabas der Mechaniker. Silos Bubenerz. Was wollt ihr hier? Wem waren wir? Hallo Hure! So, Pechbube? Taverne zu Pechbube. Lauer Arantial ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er wie die Professor weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht. Ich weiß nicht. Ich suche eigentlich die Raleien. Die suchen ja neue Leute. Wo finde ich die? Zogbans Keller? Was wollt ihr? Zogban und Söhne? Nicht begaffen! Lauf nur an dir vorbei! Verschwindet einfach! Schau dir vor! Thealauer Arantheal ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er diesen Professor weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht. Arena-Platz. Habt ihr euch vom Zusehen schon die Hände blutig geschuftet, Oberstädterin? Madame. Remus Wegelos? Ah, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Schaltet wohl. Alter, da guckt ein Nippel raus. Ist das mit Absicht so? Einen Groschen, Madame. Hört ihr schon im Schlagloch? Ein Haufen Idioten, die sich gegenseitig für ein paar Groschen die Zähne einschlagen.
silberne Wolke. Ach, hier sind wir wieder. Altes Lager. Autsch. Ja. So, Groschenbeutel nehmen wir mit. Ein seltsamer Freund. Nehmen wir auch mal mit. So, Krankheitsheilkrank. Okay, mehr ist hier nicht. So, Arenaplatz. Das ist jetzt zum Schlaglauf. Madame, ihr seht aus, als habt ihr ein gutes Herz. Bitte, einen Obolus. Nee, ich habe kein gutes Herz. Charlotte Scherer. Weitergehen. Geht weiter. Wohnbaracke, ich suche. Wir sehen euch. Ich suche die Ralatta. Unterstadt Schlaglauf. Mittags Fischerei und allerlei. Madame. Was? Hört ihr? Weg! Weg mit euch! Ihr verjagt ihn doch! Westkanal? Wen verjage ich? Boxer. Nicht jetzt. Ja? Was ist das hier? Oma Raschas Heim für verlorene Kätzchen. Im Ernst, wenn ihr fragen müsst, habt ihr hier nichts zu suchen. Geht zurück zu euren Galerien und Badehäusern, Sonnenkind. Gibt es da eine Möglichkeit, in Kämpfen teilzunehmen? Wie gediegen ihr euch ausdrückt. Ihr kommt von oben, oder? Wobei, nee, sagt nichts. Das sieht man sofort. Kein Unterstädter bekommt so viel Sonne ab. Und ihr wollt hier also kämpfen? Muskeln habt ihr jedenfalls, das muss man euch lassen. Und eine gute Haltung. Ihr seid der Hau-drauf-Typ, was? Schwert raus und rein ins Geschehen. Ja, warum eigentlich nicht? Die Leute lieben sowas. Ich hoffe aber, ihr wisst, dass wir hier keinen Ringelpiez veranstalten. Wer gut kämpft, kann es hierzu was bringen. Aber wer schlecht kämpft... Naja, der sahnt in absehbarer Zeit nichts mehr ab, sagen wir es mal so. Und in anderen Worten, die Kämpfe gehen auf Leben und Tod. In der Regel schon. Nur in Ausnahmefällen wird der Unterlegene verschont. Aber da spielt das Publikum meistens nicht mit. Wie auch immer, ich bleibe dabei. Ich will kämpfen. Sind diese Kämpfe überhaupt rechtens? Ich meine, weiß der Orden hiervon? Das klingt hart. Glaubt mir, es macht mir auch keinen Spaß zu sehen, wenn irgendeinem Milchgesicht mit kaum drei Haaren auf dem Sack da unten der Kopf von den Schultern geschlagen wird. Aber das sind nun mal die Regeln. Wenn der Einsatz nicht so hoch wäre, würde hier morgen jeder nächstbeste Bettler auf der Matte stehen. Und die Wahrheit ist, das Schlagloch bietet den Kämpfern etwas, das sie sonst nirgendwo finden. Eine Chance auf ein besseres Leben. Auch wenn ich nicht erwarte, dass ein Sonnenkind das versteht. Wie auch immer, ich bleibe dabei. Ich will kämpfen. Na schön. Erstmal müsst ihr das hier unterzeichnen. Wenn ihr lesen und schreiben könnt, mit eurem Namen, ansonsten mit einem Kreuz. Rasch die Papiere geben, bitte. Danke. Dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Eins gibt's aber noch. Ich fand das immer albern, aber die Zuschauer wollen einen Namen, den sie in den Ring schreien können. Ihr wisst schon, der Bezwinger, der Schlechter, bla bla bla. Der übliche Kitsch eben. Wie nennt ihr euch? Die Todesviper, die Namenlose. Wie wäre das mit die Todesviper oder Viper? Oder die Namenlose? Ne, die Todesweite. Ganz toll, wirklich. Also dann, wenn ihr wollt, könnt ihr in ein paar Stunden gleich loslegen. Da findet nämlich ein Meutenkampf statt. Meutenkampf? Das heißt so viel wie, wer am Ende noch lebt, hat gewonnen.
zwischen 3 und 6 Kämpfer im Ring und jeder gegen jeden. Wie viele Groschen bekomme ich, wenn ich gewinne? Das hängt von den Wetten ab, kann ich also noch nicht sagen. Aber es wird sich lohnen. Gut, legen wir los. Alles klar. Geht runter zu den Übungspuppen. Ich rufe euch dann, wenn es soweit ist. Oh, es geht schon los? Herzlich willkommen im Schlagloch. Ihr wisst, wer ich bin und ich weiß, wer ihr seid. Und vor allem weiß ich, warum ihr heute hier seid. Weil ihr einen Kampf sehen wollt. Heute befinden sich 4 Frischlinge im Ring. Und allesamt teilen sie denselben Traum. Champion der Arena zu werden. Seht ihr, wie sie zittern? Wie ihnen der Schweiß die Stirn herunterläuft? Sie haben Angst, denn sie wissen, dass nur einer diese Grube auf beiden Beinen laufend wieder verlassen wird. Mesdames und Messieurs, ich präsentiere Kata Gerber-Tochter, genannt der Sturm. Simael Roth, genannt der Vagabund. Und Tamas Shagar, der Derwisch. Und zu guter Letzt die unbekannte Kriegerin, die nur unter dem Namen die Todesviper gelistet werden wollte. Und jetzt genug der Worte. Kämpft! Oh, das... Alter, was? Okay, unerwartet. Die gingen aber auf alle drin direkt auf mich los. Out. Können die sich nicht erst gegenseitig hier zerfleischen? Jo, wer haut auch nicht? Das wird wohl so schnell nichts. So, warte mal. Huhnschild. So. Ja, haben wir geschafft. Alle drei. So, nehmen wir alles mit. Also, und erstmal vielleicht was essen. Hier lag noch jemand gerade. Da. Die Beute eurer Grubenkämpfe könnt ihr in der Beutetruhe, die sich neben Rasha befindet, nach dem Kampf abholen. Findet jetzt noch ein Kampf statt oder wie? Ach so, ich wollte schon sagen. Rasha? Du kennst die Regeln, Rasha. Wenn er bis morgen nicht gezahlt hat, hat es Folgen. Also lass dir was einfallen. Aber... Na schön. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Solltest du. Ralata Shera. Ah, guter Kampf. Danke. Diese Person ist beschäftigt. Ah, ihr. Gut gekämpft, wirklich. Hier ist euer Anteil. Wann kann ich wieder kämpfen? Wer war der Kerl? Verzeiht meine Ausdrucksweise, aber das geht euch einen Scheiß an. Wann kann ich wieder kämpfen? Ihr seid ja eine Nummer. Noch das Blut und den Staub auf der Haut und schon wollt ihr wieder kämpfen. Kommt in ein paar Tagen wieder und fragt mich dann nochmal. Okay, gut, bis dahin. Bis dann. Quartiermeister und Kino. Hallo. So, okay, Heimatlose. Der Herr wird es euch vergüten.
Also Prostituierte? Wo führt das hier hin? Sichere Truhe? So, zwei von denen haben wir schon mittlerweile. Gittertür. Ist das ein Gefängnis? Ich glaube, das ist ein Gefängnis hier. Dann würde ich sagen, machen wir hier aber auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.